Sonne, moin moin und herzlich willkommen hier in Norden zu einer neuen, schrägen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit der Apokalypse Now Mod. Endlich geht's wieder los hier nach dem wohlverdienten Urlaub. Die erste Folge jetzt wieder. Ich muss mich jetzt erstmal wieder vollkommen orientieren. Ja, was wollten wir machen? Wo waren wir dran? Was müssen wir machen? Ich habe keine Ahnung. Du kannst mir helfen. Schreib's in die Kommentare, wenn ich irgendwas vergesse, ja. Jetzt nach, ich glaube, 10 Tage waren es knapp, ne? Ja, so 10 Tage. Und ich habe wirklich null Internet, null PC, nichts gemacht, ja. Einfach nur abgeschaltet. Fangen wir einfach wieder an. Natürlich Kommentare wieder am Start, ne? Und ich glaube, genau das Ding hier, das hatten wir doch zum Schluss. Das war doch irgendwie hier der Autominer, ne? Das komische Ding. Sieht aus wie so eine Konsole bei Star Wars. Oder wie so eine, das ist eine Tastatur hier, ne? Guck mal schön da so. Pfeiltasten, Ziffernblock, Numblock, ne? Hier die Tastatur. Da sehe ich nichts. Da haben wir wieder einen Wasserback. Okay, gucken wir erstmal alles der Reihe nach lang hier. Da war Zement drin. Das heißt, da bräuchten wir Sand und so weiter, um hier Beton zu machen. Aber den brauchten wir, glaube ich, hinten nicht mehr so viel. Guck mal, wir haben hier 264 haben wir. Damit können wir was anfangen. Wir wollten uns eine verbesserte Waffe machen. Da müssen wir nachgucken und ich glaube hier, guck, ist es sogar noch drin. Chemiestation. 100 Stahl, dann würde ich sagen, tun wir den erstmal abtrennen. So, rein da und dann noch einen drauf. Dann lege ich die 100 Stahl schon mal hier rein, dass wir die auf jeden Fall haben. Ich kenne mich, sonst habe ich die gleich wieder schön verbaut, ne? So, okay, ist hier noch was drin? Das läuft, das braucht ja Gott sei Dank nichts mehr. Hier läuft... Okay, da können wir schon wieder einen neuen... Ja, sollen wir lieber High-Quality-Metal machen? Wir machen lieber High-Quality-Metal. 30, 14, 40, 20. Nehmen wir das hier. So, bam. Kann er das in Ruhe machen? Ist da unten was los? Bitte nicht. Das sind nur Pflastersteine. Sehr gut. Fangen wir einfach mal an. Ja, der liebe Kai schreibt, wie gesagt, das ist die Folge von vor 9 Tagen, sehe ich hier am Kommentar. Ja, also ich lese jetzt alte Kommentare vor. Wir müssen natürlich erstmal in den Trott kommen. Ne? Wieder eine schöne Folge, genau richtig zum Nebenher schauen beim Lernen. Ich hoffe, du hast gut gelernt, Kai. Der Auto-Miner ist genial, habe schon 2 gefunden und meine Horden-Base ist deiner nachempfunden. Allerdings habe ich einen Fehler gemacht und die Abgrenzung falsch herumgesetzt. Aber sie funktioniert. Gruß an dich und alle Elauten. Ah, das ist doch super. Mal gucken, wie wir uns dann so schlagen. Danke, Kai. So, das heißt, hier haben wir jetzt, wie viel haben wir? 4. Ja, das dauert so lange, bis das fertig ist, ne? Wir müssen das unbedingt hochskillen. Und übrigens, hier oben, wir sehen es rechts, Apokalypse Now Mod Version 3.04 Stable. Ich habe jetzt geupdatet. Vorher hatten wir 3.02, ne? Also, wie sieht es bei dem hier aus? Ist der gleich, der ist gleich kaputt. Aber wir haben noch einen Repair Kit. Ich glaube, der funktioniert damit, ne? Haben wir hier Punkte? Einen, den behalten wir besser erstmal. Das ist nur zum Tragen, ne? Juniorchef ist voll, besser verhandeln, interessiert uns gerade auch nicht. Dafür müssten wir dann mal... Wir waren Bücher am Sammeln, oder? Wir waren Bücher am Sammeln, ne? Und komm, den einen nehmen wir noch mit. Dann haben wir 10 und können wenigstens einen machen. Wird's bald, wird's bald, wird's bald. Danke. So, ich glaube, Benzin brauchten wir auch, oder? 600 Schuss für die Pumpgun. Wo ist das Benzin bei Fahrzeugen, ne? So, es wird nämlich Zeit. Für die Chemiestation brauchten wir auch noch 10 Säure. Okay, wir schwimmen. Gut gemacht, Ede. Wird natürlich direkt wieder neblig. Macht aber nichts. Können wir wieder vorlesen. Da freut sich der David Engel. Denn der schreibt, wie immer, schöne Folge. Schöne Grüße an dich und alle Edenauten. Gruß zurück, David. Elrond McBonken schreibt, jetzt beginnt die Durststrecke ohne Folgen. Ich wünsche dir einen kurzen Urlaub. Ey, das ist aber nicht nett, Elrond. Ist aber nicht nett. Aber jetzt sind wir ja Gott sei Dank wieder da. So, und mir graut's schon vor nächster Woche, wenn ich sehe, wie warm es da werden soll. Ich hasse das. Ich bin überhaupt kein Freund von dieser Sommerhitze da. 36 Grad, 40 Grad und so Scherzen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich mag das überhaupt nicht. Kannst einfach in die Kommentare schreiben, was du davon hältst. Ja. Oder juhu. Ich bin Fraktion. So. Gucken wir mal, was wir hier aufwerten können. Wir haben ja ein bisschen was zu tun hier, ne? Muss schon aufpassen, dass ich hier nicht wieder irgendwie von wem überfallen werde. Natürlich. War wieder klar. Aber da oben können wir noch ein bisschen reparieren. Na, eigentlich, hier ist nichts zu reparieren. Der Boden hier, ja. Jetzt weiß ich, was das Problem war, ne? Alles kaputt hier. Guck mal, das aufwerten, was nicht kaputt ist.
Ich glaube, die sind alle irgendwie ein bisschen kaputt, ne? Kann das sein? Alle voll durch hier. So, ihr merkt, jede ist wie eh und je. Clown gefrühstückt. So, da kann ich lange klickern, weil wir haben keinen Stahl mehr. Super, sehe ich gerade. Macht aber nichts, da ist kaputt. So, fertig. Jetzt haben wir gar nichts mehr, ne? Nope, alles weg. Okay, das heißt, jetzt können wir wuseln gehen. Ich glaube, wir waren hier hinten, ne? Machen wir das doch einfach. Erstmal so zum Warmwerden und reinkommen. Hier hinten bei dem großen Haus irgendwo waren wir, ne? Hier ist doch ein großes Haus, so schräg. Ich glaube, das hier war es, ne? Da so. Ungefähr. Da, wo die ganz vielen Zombies drin waren, wo wir nur oben die Tresorräume leergeräumt haben. Da ist ja noch viel mehr Loot drin, ne? Und noch viel mehr Zombies, die uns ans Leder wollen. Ich hoffe, dass nicht alles respawnt. Sollte es aber eigentlich nicht, weil Game war ja aus. So, dann gucken wir mal. Wir können eigentlich direkt wieder, ihr kennt das ja, ne? Scrollen, scrollen, scrollen. So, dann schreibt der liebe Andreas, der Autominer funktioniert so wie die Pumpen in der Warzog-Mod. Nach einer Stunde hat der Autominer Ressourcen im Inventar, die man herausnehmen kann. Und der Kai hat darauf geantwortet. Und der Autominer ist genial. Der sammelt alles, was es gibt. Ich brauche fast nicht mehr los zum Sammeln. Hab jetzt insgesamt 3 Miner. Okay. Sind die so OP, die Dinger? Dann können wir uns ja die Mine sparen, wa? So ungefähr. Müssen wir nur ein bisschen buddeln gehen für das, was wir gerade aktuell akut brauchen. Kann man wer aufhören, hier zu grillen? Ich sehe nichts mehr. Meine Güte. So übrigens sah es mal aus. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das. 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. War ja erst wieder im Mai, ne? Ja. Oh, ne, das sind die. Ne, da wollte ich nicht hin. Ja. Wer das kennt, früher, ne, war Klein Ede, ja. 5, 6 Jahre alt. Mit Onkels, Tanten, Mama, Papa, da zelten beim 24-Stunden-Rennen. Ne? Und wie das so ist, kleine Kinder und Feuer. Eine Liebe. Juhu, ich will auch, natürlich, ne? Morgens irgendwie um 6:30. Alle liegen noch in den Zelten und ratzen, hört man es von allen Ecken. Und Edo und sein Cousin, der Sebastian, der ein Jahr älter ist als ich, ne? So, die waren schon wach. Was haben wir uns gesagt? Komm, wir machen schon mal Feuer. Dann können wir, wenn die alle aufstehen, schon direkt die ersten Würstchen grillen und so, ne? Nur hatten wir keine Ahnung mit 5, 6 Jahren vom Feuer machen, ja? Und haben dann schön einen Riesenhaufen feuchte Blätter da drauf gepackt und wollten den anzünden. Der gesamte Campingplatz da stand einfach nur so, wie gerade hier sah der aus. Man hat nichts mehr gesehen. So hat das da gequalmt, ja. Aber es hat Spaß gemacht. Das ist so eine Anekdote von Klein Ede. Ah, weg damit. Haben wir genug Schuss. Ich weiß ja nicht, was da oben los ist. Ich habe keine Lust, dass sie alle von hinten kommen. So. Nichts mehr drin, dann können wir schon mal ein bisschen holen. Wir müssen nur aufpassen. Passen Gas, okay. Dass die nicht von hinten kommen. Ich glaube, die sind da an der Türe dran, ne? Jo, da kommen sie doch. Ich will hier raus. Achtung. Okay. Geh weg. Genau jetzt ist die nämlich kaputt und muss repariert werden, ne? So haben wir wieder klar. Macht aber nichts. So, jetzt aber. Da kommen noch mehr. EP auf 2 Beinen. Oder auf 4. So. Erste Fuhre weg. Ich sag ja, wir brauchen unbedingt die besseren Waffen. Und ich will erstmal unbedingt was sehen. Groß verbrennen. Dankeschön. Waren wir hier schon dran? Waren wir schon. Okay. So, also so viel zum, ne, zum Exkurs für Zelten und so weiter. Ja? Also wer das kennt, 24 Stunden Rennen um Nürburgring. Ich denke mal, wer aus dem Rheinland kommt und so weiter oder wer Motorsport-Fan ist, der kennt das, ja. Da war Klein Ede früher. So, jetzt muss ich gerade wieder hochscrollen. Zack, 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 zack. Oder wir machen das mal andersrum, weil dann packt man nämlich jetzt wieder das Aufnahmeprogramm nach oben. Dann muss ich immer nur runterscrollen und kann das gut lesen.
Sagt er. So, der liebe Michael Lehmann schreibt nämlich, da muss ich direkt wieder nochmal rein, weil, ah ne, das ist Antworten. Ich dachte, ich müsste wieder aufklappen. Tja, tja, Ede. Ohne seine Edenauten einfach verloren. Es ist ähnlich wie, wenn man Eltern ein Smartphone gibt. Kaum nicht hingesehen, schon sind sie online und 200 Viren auf dem Smartphone. Kaum, was? Kaum keine Edenauten, schon Chaos pur. Das mit dem Autominer verstehe ich allerdings null. Na, ja, Michael. Ja. Er ist halt im Spiel und ich sag mal, wenn er im Spiel ist, dann nutzen wir ihn auch. Ja, das ist dann kein Cheaten. Ist natürlich fragwürdig. Wer auf sowas überhaupt nicht steht, der muss das Ding ja nicht bauen, ne? Aber ich bin so frei, weil dann spare ich mir jede Menge Zeit zwischen den Folgen. Was ist das hier? Stallion Accessoires. 5 Öl. Ich hätte lieber Säure, meine Freunde. Kann hier nicht irgendwo Säure drin sein? Hier ist immer überall nur Plastik drin, ey. Aber jetzt können wir ja looten wie die Blöden. Weil wir können ja direkt alles hinten einräumen. Eieieiei. So, und da waren wir, da waren wir. Ja, alles gut. Hier ist immer nur Plastik drin. Plastik, Plastik, Plastik. Geißel der Menschheit. Wer kennt's nicht? Plastik. Und Zucker. Egal, wo du hingehst, du findest Plastik. Und egal, was du kaufst, es ist überall Zucker drin. Kannst Flasche Essig kaufen. Zusatzstoffe, Zucker. So kommt's dir auf jeden Fall vor. Ohne Scheiß. So, ihr seid alle raus hier, oder was? Oder ist hier noch wer drin? Da ist ja noch der Durchgang. Hinten gibt es ja auch die Treppe hoch. Ne, jetzt weiß ich nicht, wo die alle herkommen. Aber hier hat man auf jeden Fall jede Menge Platz drin. Das ist ja schon mal gut. So, hier Tiefkühlpizza. Lecker. Natürlich auch. Ja, müssen wir auch noch machen übrigens. Ne? Uns ein... So, da unten. Uns eine... Zack. Uns Felder anlegen zum Essen. So rum. Meine Güte. Ich glaube, hier unten ist alles leer jetzt. Ach, da war wieder ein Airdrop. Was für einer denn? Supply Drop Signal. Ammo. Nice. Und ein Blaubeerkuchen. Mann, haben wir Glück. So. Das hier wieder. So ein komischer Brush Cutter. Ist mir ehrlich gesagt im Moment egal. Kennen wir schon. Perfekt. Da müssen wir mal gucken. Gibt es hier irgendwo einen Bücherladen? Nice. So, schon wieder ein Messbecher. Ich will Säure, Leute. Ich will Säure. Da sind auch noch Bücher. Was ist da drin? Was ist das hier? Marauder Accessoires. Braucht man nicht. Weg damit. Das ist zu. So, The Fire Gamer schreibt, wie installiert man die Mod? Über den Mod Launcher. Ganz easy. Such einfach mal bei uns auf dem Kanal. Hier haben wir ein Tutorial zu gemacht. Zum Mod Launcher. Sogar zu der neuesten Version. Darüber kann man die installieren. Man kann sie auch noch von Hand installieren. Über zum Beispiel Nexus Mods. Aber würde ich nicht empfehlen. Weil der Launcher ist viel einfacher und entspannter. So, wer ist hier? Hallo, seid ihr auch alle rausgekommen? Das merken wir gleich. Wenn sie alle angerannt kommen. Dann sind wir nämlich tot. Vor allem, wenn wir überladen sind. Ah, da kommen noch welche, oder? Ne, hier geht's nicht. Das heißt, die müssen runterkommen. Okay, dann kann ich noch schnell die Kiste leer machen hier. Oder der ist draußen. Ja, er ist draußen, okay. Dann kann er da bleiben. Dich wollen wir nicht, du stinkst. So, Essen haben wir ein bisschen hier, ne? Ja. Einiges Burger, Brötchen und so weiter und so fort. Den Tee könnten wir mal trinken. Wir haben sogar einen Blaubeerkuchen hier, der eigentlich sehr gut ist. 23 Nahrung, sagt man nicht nein, ne? Hier können auch mal schöne Sachen drin sein. Kürbisse unberührt sind Maissamen drin. Das ist, ja, das ist hier der heilige Gral. Das ist, als wenn man aus Kacke Gold macht, ne? Geht. So lange kann das noch nicht her sein, ne? Wenn die jetzt alle so am Verrotten sind. Was ist denn da 1 Minute 33? Habe ich ihn da wieder gesoffen oder so? Anstrengung macht dich nicht so schnell hungrig und durstig. Nahrungs- und Wasserkosten zur Dauer der Herstellung. Minus 15%. Okay, nice. Also positiv, ne? Hallo. Bin da. Wer noch? Komm her. Komm, 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 komm. Ein wilder Tourist. Ja.
Ja, von wegen, mein Freund. Okay, ich glaube, wir haben da oben in ein Wespennest gestochen. Gehen wir lieber mal raus, ja? Ich weiß nicht, ob die hier auch wieder von hinten kommen. Oder darunter, das will ich nicht. Na, glaube ich, hier durch, ne? Oh, guck mal nach Essen. Immer gut, so ein verkohltes Steak. So, warten wir mal. Ja, noch nicht, wer will noch mal? Sie klopfen oben auf die Türen. Kein Problem, dann können wir nämlich wieder lesen. Kannst du wo die Glitschen nicht zu Gitter vorsetzen? Schönen Urlaub noch, schreibt Michael Krüger. Kam mir dann auch in den Sinn im Urlaub. Habt ihr recht, da müssen wir mal gucken, dass wir da die Gitterstäbe vorsetzen, wo sie nicht durchglitschen können. Ne? Die können wir auch noch zusätzlich da vorsetzen. So, dass sie da dann am schnellsten durchkommen. Ne? Kannst du mal verraten, wo die bleiben hier? Kam der fies um die Ecke, der Sack, ey. Habt ihr jetzt bald mal die Tür auf? Ihr Pfeifen, ihr kriegt doch gar nichts hin, ne? Oh, da hört man sie doch. Es ist wie eine Wanderhorde, da können wir eigentlich auch mal gucken hier. So aufpassen, dass sie nicht wieder von hinten kommt. Kennen wir ja auch, ne? Zu Genüge, zu Genüge. So, wie sieht's aus hier? Aber heute... Poppenpilz, da waren wir glaube ich auch drin, da hatten wir auch angefangen, ne? Wir brauchen diese dusselige Säure. Wir brauchen Säure. Noch 4 Stück, damit wir die verbesserte Chemiebank bauen können. Weil ich will direkt die verbesserte bauen. Und nicht erst die normale. Ah, die sind hier über uns. Kommt jetzt mal runter. Na kommen sie. Also haben sie es endlich offen. Hat ja nur Stunden gedauert. Ich will hier durch. Stirb, dreckige Bulle. Dass die immer so hin und her wackeln müssen, ne? Ja, genau. Alter, machen die Aua. Geht's noch? Der Zappel, Philipp. Guck's dir an. Hast du das gesehen? Uiuiui. Und ich sehe gerade, wir haben nichts dabei, ne? Ja, klassischer Fail von Ede, wa? Klassischer Fail. Das kannst du essen. Hm. Das ist doof. Immer noch die UAL-Textur, wenn er explodiert. So gut. Ja, das ist doch recht gefährlich, ne? Mit 50 Leben. Die sind einfach nur hinüber, wenn die uns treffen. Das müssen wir sagen. Kommt da hinten einer? Nein. Die ist da oben am Hauen. Aber das ist halt blöd, wenn die aus allen Richtungen kommen, weißt du? Ich glaube mal alle aus einer. Ich hasse sowas. Weak Radiated. Den kannst du mal wegtun. Hallo! Stirb doch mal! So. Der ist nachgeladen? Nein, natürlich nicht. Ja, ein Ding. Wenn ihr den nachgeladen hätte. Da hinten steht auch noch einer rum. Was ist hier drin? Nix. Tiss, tiss, tiss. So, gucken wir mal gerade. Scrollen wir runter. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was. Warte mal, dass die Olle da mal rauskommt. Fliege, verzieh dich. Du nervst. So, der ist weg. Sieht aus, als hätten wir Level up, ne? Hatten wir das? Punkt 1, nein. Weil hier siehst du ja nichts mehr am Level, ne? Oder? Nicht, dass das jetzt kaputt ist und wir keine EP kriegen. Lass mal gucken. Wir haben EP bis zum nächsten Level 141.455. Ja, hast du es endlich geschafft? Komm runter. Else. Ja. Nenn mich Tetzlaff. Kill die Else. 141.455, 140.099. Okay, nein, es zählt. Dann hatten wir gerade nur Level Up. Und brauchen halt so viel, bis es wieder hochgeht, ne? Auf jeden Fall funktionuckelt es. So. Ja,
Wer war denn da gerade? So, kommen sie raus. Dankeschön. Sehr gut. So, der letzte Kommentar ist von Patrick Reiter. Wie heißt das? Adding zum Inventar sperren, also die ersten vier Sachen zum Beispiel, dass er die nicht aus dem Inventar nimmt. Und wie kann ich das installieren? Danke für die Hilfe. So, bedanke ich nicht bei mir, Patrick, sondern beim Andreas und beim Aaron McBong, denn die haben geantwortet, das Modlet heißt Lockable Inventory Slots und ist von Kane. In Mods, wie zum Beispiel Apocalypse Now, ist das Modlet bereits integriert. Aaron schreibt dazu, hi, ich glaube, das ist in fast allen Mods drin, ist sehr praktisch. Ja, das ist es auf jeden Fall. Wir können direkt mal wieder unsere ersten vier hier locken. Das ist mega. Kommt direkt der nächste hier. Crackabook. Die Tür hier hinten offen. Klar ist die offen. Na? Hallo? Das geht ja relativ schnell kaputt, ne? Ich komme jetzt eh wieder von hinten, wetten wir. So. Aber dann haben wir das Ding hier mal durch. Von wegen, mein Freund. Von wegen. So, und damit hätten wir dann auch die Kommentare schon mal abgeschmackofatzt. So. Dankeschön. Dankeschön. Können wir jetzt mal durchwuseln, gucken, was wir da haben. Wir haben ja schon Dingens auf 1, ne? Hier, dass wir ein bisschen Leben raggen. Zwar nicht viel, aber wir raggen was. Deswegen haben wir auch ständig Hunger, ne? Aber wir haben ja jetzt viele Dosen und wissen, wie wir kochen können. So, lass mal gucken. Was ist das hier? Heidelbeerensamen kannst du lernen. Scharfschütze kannst du lernen. Kennen wir schon. Alles, was wir kennen, wird zerlegt. Ja, temperierte Klinge-Mod kann auch weg. Großvaters Lernelixier. Automatische Schrotflinte packe ich auch weg. Weil die brauchen wir nicht bauen. Da finden wir mal eine, die reicht. Ob ich dann eine 99er habe oder eine 86er, ist mir persönlich relativ egal. Haben wir fast schon wieder einen voll, ja? Nice. So, jetzt war der hier natürlich umsonst, ne? Wir haben Tag 30. Wir hatten 4x7 ist 28. Das heißt, 35 kommt die nächste Horde, ne? Hatten wir hier alle weg? Ich hoffe es. Das war... Genau, da kamen wir hier hoch und da kamen wir um die Ecke, ne? Das war das. Richtig. Hier niemanden. Liegt hier drüben noch wer? Hallo? Ich glaube, die kamen auch alle runter, ne? Oder? Ach, Chemiestation. Sehr gut. Genau, hier kam dann der Polizimann raus und so, ne? Nice. Also das ist echt ein guter Poi, muss man sagen. Und alles klar, erstmal das Ding hier, her damit. So. Ja, hier mit. Ich höre da schon wieder Trapseln, ne? Ich höre da schon wieder wen Trapseln. Oben oder... Ach ja. Schlimm hier. Schlimm. Nicht, dass wir noch einrosten, du. Naja. Alles benutzen, ne? Um wieder volles Leben zu kriegen. Ja, aber das ist ein langsamer, sonst wäre er schon längst hier. So, wo bist du? Was hab ich gesagt? Ein schwacher Gastritis-Gerd. So, jetzt haben wir die anderen wieder aufgeweckt. Das sind wieder ein paar mehr. Wer haut denn hier Löcher rein, ey? Leute. Ah, die sind hier oben drin, da sind die. Ich glaube, die sitzen immer alle in den Räumen, ne, und warten. Da oben sind sie dran. Aber hier ist eine Falle, da will ich nicht rein. Hast keine Türe offen, warten wir mal. Wie sie runterkommen?
Okay. Die springen alle vom Dach. Ach, ein Kasper. Ich hasse Kasper. Geh weg. Aua, aua, aua. Da ist noch ein Wolf. Wo ist mein Moped? Tschüss. Komm mal her. Kurz ein bisschen, ne, hier. Keine gute Idee. Junge, lass das Moped stehen. Geht's noch? Geh weg. Erstmal muss der hier weg. Der will und will nicht weg, der Sack, ey. Wolf, verzieh dich. Oh, der hebt immer noch der Kasper. Jetzt ist er tot und ich auch. Ich hab noch 9 Leben, ey. Wo ist mein Motorrad? Wo ist mein Motorrad? Ich brauch ne Pille. So Gott wille. Weg hier. Genau, Wolf. Fress den Zombie. Zack. Ja, natürlich. Erstmal lag hier. So, wo ist er? Da hinten auf und so rum. Okay. Nachladen. Ah, genau. Prügel du dich mit dem. Machst du gut. Achtung. Ui, kommt ein Wölflein geflogen. Ah. Sehr gut. So. Mann. Was eine schwere Geburt. Man kann ja niemand riechen, dass da sowas rauskommt. Eieieiei. Okay. Aber hey, wir haben überlebt. Guck mal. Da läuft auch alles rum. War hier eine Wanderhorde? Mal kurz nachladen. Uff. 50 Schaden! 50? Wetten wir, es war wieder eine Wanderhorde? Sollen wir mal gucken? Klar, Wandering Horde. Natürlich, Wanderhorde war's. Okay, erscheinen auf meinem Bett. Na toll, das habe ich auch noch nicht mitgenommen. Das ist super. Ja, gut. Das ist nicht meiner, das hier ist meiner. Gib her. Den lege ich jetzt endlich mal da hinten hin. Ich latsch dann mal ein bisschen. Du lässt einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat für die erste Folge heute, ja. Nach dem Urlaub, bisschen kürzer als sonst, aber trotzdem danke für deine Zeit.